Hallo und willkommen zurück auf dem Spielplatz des Grauens. Ah! Leugnest du es immer noch? Hast du Angst, du schneidest dir die Pulse an, wenn du mir zuhörst? Ich höre mir das nicht an. Strauss kannst du täuschen, aber ich weiß, dass du nicht real bist. Du behauptest, ich bin nicht real und doch bin ich hier. Du bist nur eine Halluzination. Strauss weiß, wie man dich zerstören kann, wie man den Marker zerstören kann. Wir werden dich vernichten. Wie praktisch. Zerstör den Marker und alles Leid, alle Schmerzen verschwinden. Stell dir doch nur vor, Isaac. Du musst nie wieder auf dein Herz hören. Oh, verdammt. Ich kann mich nicht bewegen. Okay. Der Marke-Einfluss wird immer stärker. Okay, das sollte ich jetzt nicht machen. Dem auf zum Rücken zu drehen. Wir wissen ja, was im letzten Aufzug passiert ist. Isaac, Ellie hier. Ich habe jemanden gefunden. Noch einen Überlebenden, der das erkennt sie. Isaac! Ich sagte keine Bewegung. Ellie, ganz ruhig. Sein Name ist Strauss. Ich kenne ihn. Er sieht psychomäßig aus. Ich traue ihm nicht. Keine Bewegung. Ellie, er muss am Leben bleiben. Ich brauche ihn. Scheiße. Okay, Isaac. Ich bringe ihn zum Knoten, aber wenn er irgendwas Dummes macht, irgendetwas, knalle ich ihn ab. Okay, die Ellie will uns helfen. Perfekt. Sie beschützt den Strauss so lange, bis wir auch gleich da sind. Jo, der Aufzug fährt ja etwas länger jetzt. Hm? So, eine kleine musikalische Einlage. Okay, okay. Plasma-Moon, wie viel haben wir eigentlich im Plasma? Oh, 199 Schuss. Haha, gut, gut, gut. Da ist ein Energie. Das ist ein Speicherpunkt, okay. Das gleiche. Okay, Inventar ist voll. So, mal eben schnell abgespeichert. So, okay, momentan bleibe ich ja nicht gerade treu, was das angeht, mit Speicherpunkt immer einen Cut zu machen. Aufgabe erfüllt. Isaac, wir sind hier drüben. Kommen Sie, kommen Sie. Hallo, Isaac. Naja, das weckt böse Erinnerungen. Erst heute Morgen bin ich nur knapp aus dieser CEC-Einrichtung entkommen. Sie sind von der CEC? Baumaschinenfahrerin Klasse 4. Und Sie? Mechaniker. Ein Nerd. War klar. Oh. Scheiße. Oh. Es ist dunkel. Im Dunkeln wird er mich finden. Klappe. Das ist nur ein Stromausfall. Alles in Ordnung da oben? Nein. Scheiße. Die Lebenserhaltungssysteme sind auch aus. Das ist nicht gut. Unsere letzten beiden Flüchtlinge, Clark und Strauss. Ich wusste, es war nur eine Frage der Zeit, dass sie den Transitknoten erreichen. Die Bahn ist allerdings außer Betrieb. Sind Sie verrückt? Sie haben das Lebenserhaltungssystem gekappt. Sie könnten noch Überlebende sein. Der öffentliche Sektor ist schon so gut wie verloren und ich kann nicht zulassen, bis Sie entkommen. Leben Sie wohl, Clark. Was für ein Idiot. Heilige Scheiße. Isaac, es kommt zu Ihnen! Was kommt zu mir? Verdammte Tat, vergiss. Ich
Den haben wir gekillt. Dieses blöde Missvieh. Alles in Ordnung, Isaac? Ging schon mal besser. Ich glaube, das waren erstmal alle. Warum hat Titan den Strom abgeschaltet? Was haben Sie getan, um ihn so zu verärgern? Ellie, wissen Sie, was ein Marker ist? Ja, die Ornithologen in meiner Crew haben ständig davon geredet. Gibt es ihn wirklich? Ja, Titan hat mit den Codes und Schemata in unseren Köpfen, meinem und Strauss, einen gebaut. Alles, was auf dieser Station passiert, passiert wegen des Markers. Ich muss zu ihm und ihn zerstören und Strauss muss mir sagen, wie das geht. Sie sind ein seltsamer Mann, Isaac. Werden Sie mir helfen? Da wir bald ersticken werden. Ja, ich helfe Ihnen. Gut. Hören Sie mir zu. Wir brauchen Strom. Ohne Strom keine Luft und keine Bahn. Auf der Sprawl muss es irgendwo Notaggregate geben. Ja. Die Solaranlage ist da oben. Aber die modert seit Jahren vor sich hin. Okay, gut. Ich gehe jetzt dahin und versuche sie zu starten, damit die Bahn wieder Saft hat. Jemand muss Ihnen die Kollektorenpaneele öffnen. Ich kann das machen. Behalten Sie Strauss im Auge. Okay. Jetzt müssen wir was reparieren. So, aber erstmal wollte ich hier Sachen einsammeln. Cool, Medipack. So, Stange. Wir dürfen ja nichts liegen lassen. Was wir eventuell noch gebrauchen können. Aber zum Glück war das Vieh jetzt nicht so schwer, weil wir... Na gut, mit den Vorkenntnissen aus dem ersten Teil weiß man ja auch ungefähr, wie man die Viecher mal kaputt machen kann. Das ist halt auch nicht so schwer. Gut. Gut, ich spiele ja auch auf Mittel, jetzt nicht auf Hard oder so. Ich glaube, auf Hard wäre es, glaube ich, ein Durchgewipe, wie man so schön sagt. So. Dann gehen wir mal die Solaranlage reparieren. Okay. Moment. Wie sieht das Inventar aus? Habe ich noch ein kleines? Gut, ich habe noch ein kleines Medikit. Dann nehme ich lieber die Plasma-Katamunition noch mit. Ah, gut. Die anderen habe ich jetzt vorhin liegen gelassen. Aber gut. Ich von einer Sache genug habe, ist momentan Munition. Da müssen wir durch. Hier können wir nicht. Okay. Wusste ich doch, dass es eine Mine ist. Wasser weg, Stase. Für den Halbleiter. Das hat doch gut geklappt. Dafür ist das Impulsgewehr ziemlich nice. Für solche Sachen. Hm. So, ab in den Aufzug. Hier werden da richtig Geschütze jetzt aufgefahren. Ups. Na, was mach ich denn? Huhuhu. Ellie, was macht Strauss? Schalten Sie den Strom ab. Man kann Geräusche drei Blocks weit hören. Er wird noch meinen Standort verraten. Ellie, bringen Sie ihn dazu, sich zu konzentrieren. Ich muss wissen, was er mir sagen will. Das wollen wir auch. Oh.
Oh, eine Bench. Ein Shop. Ich gehe erstmal schnell in den Shop. Oh, nachdem ich die Mekonos ausgeschaltet habe. So. Jetzt gehen wir erstmal eine Runde einkaufen. Die Schemas abgeben und die Halbleiterplatinen verkaufen. Inventar, Halbleiter, Patch. Patch. Okay. Ich bin ja mal gespannt, ob wir nicht bald noch wieder einen neuen Anzug finden. Kann aber auch sein, dass ich das Schema irgendwo übersehen habe. Okay, jetzt tun wir wieder bitte. Achso, jetzt können wir auch die Knoten wieder rausziehen aus dem Teilchen. Auch nicht schlecht. Okay. Dahin. Perfekt. So, jetzt haben wir den Plasma-Cutter wunderbar aufgetunt. So. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen mehr Luft rein. Impulsgewehr. Soll ich das wirklich mal skillen? Na komm, ich mache Kapazität. So. Stase-Modul lasse ich mal. Brauchen wir nicht unbedingt. Gut. Jetzt haben wir 75 Schuss drin. In Impulsgewehr. Gut. Da müssen wir hin. Aber das mache ich erst in der nächsten Session. Das kommt erst in der nächsten Session dran. So, abgespeichert haben wir auch. Ich mache jetzt hier einen Cut, ein Kettchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wo wir dann die Solaranlage reparieren werden. Ich schätze mal, es wird eine sehr knifflige Angelegenheit. Denke ich mal. Aber, ja, das schaffen wir alle schon. Gehabt euch wohl. Bis zur nächsten Folge von Dead Space 2. Und ciao.